Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Marsch. Wir machen weiter mit Holz. Ja, heute Nacht gibt es Kohle, hoffe jedenfalls, von der BGH. Schauen wir mal, ne? Gut, aber Abend gewesen. Gut, dann werden wir weitermachen, ne? Weil ohne Holz geht nichts. Morgen früh wollten wir eigentlich mit losdüsen und das Ganze dann nicht verhökern, aber halt liefern, ne? Ich habe die Lenkertür nicht aktiviert. Gut, wenn das dann so sein sollte, muss ich das kurz aktivieren. Aber aktuell halt nicht. So, Holz über Holz, ne? Ja. Unsere Schweine werden auch bald soweit. Nehme ich mal an. Ja, heute umgefallen hier, ne? Ja, bin auch müde. Ja, schon mal Gedanken gemacht mit dem Schlachthof, wo wir hinstellen können. Ich habe da einen Platz auserkoren. Ob es da auch entsprechend hinpassen wird, muss ich dann mal sehen, ne? Kann sein, dass er sagt, das passt nicht hin. Dann müssen wir halt Plan B für den Platz da, wo wir aktuell unsere Position eh haben, ne? Also kein Grund zur Panik, das kriegen wir hin. Platz wird sich finden. Kleine Fläche zum Kaufen, garantiert. Die alten Plätze von der Marsch von 17er weiß ich nicht so genau. Auf einer BGH 100.000. Gebäude auch Einnahmen. Kreditzins ist natürlich heftig, ne? Da muss ich mir natürlich Gedanken machen wegen Zurückzahlen. Aber ich wollte die Schlacht in den Schlachthof fertig machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Weil wir haben die Schweine und die Schweine müssen zum Frühjahr müssen die bald los, ne? Also zum Metzger, ne? Und dazu brauchen wir einen Schlachthof. Und den haben wir noch nicht. Aber in den 99.000 werden nicht reichen. Aber ich hoffe ja durch Verkauf von Bier und ein paar Holzpaletten hier, OBS und Sparplatten hier zum Beispiel, dass wir da einige 100.000 kriegen. Hoffe ich jedenfalls. Und, oder Bier zum Beispiel. Bier soll, naja, ganz gut sein, ne? Vielleicht haben wir noch ein bisschen Pellets zu verkaufen. Dann machen wir mal eine Verkaufsfolge, ein oder zwei. Black Mesa. Aha. Kennt ihr das? Ich hab mal gespielt. Ist aber nichts mit Let's Play, das ist irgendwie, weiß nicht. Ja. Jetzt bin ich, habe ich keine Neugier, ich kenne das schon. Aber gut. Wäre sicher mal eine Option reinzuschauen, ne? Aber extra kaufen würde ich nicht deswegen. Anderes interessant hier mit der VR-Brille, ob das so gut hinkriege, ich weiß nicht genau. Oh, wieder hier alle Bäume, also kurzen Dinger hier. Ja, und dunkel sieht man auch so schlecht, ne? Aber wir fahren erst los und verkaufen, wenn wir hier genug Licht haben, ne? Also unser LKW hat ja auch keine klasse Beleuchtung, in Anführungszeichen, ne? Aber deswegen war ich eigentlich auch hell. Fährt sich ja besser im Hellen als im Dunkeln. Ne, holen wir ja später das ganze Holz weg zum Sägewerk. Dann werden wir auch das Bier verkaufen im Laufe des Tages. Werden wir auch irgendwann mal den Malz zur Brauerei bringen. Zumindest, dass das mal da ist. Ich denke mal, wir werden es nicht brauchen. Aber es kommt sicherlich das nächste Jahr. Spätestens, wenn wir eine Getreide haben, also Weizen und Gerste. Und, was noch viel wichtiger ist, Hopfen, den wir anbauen müssen.
ey, kein Zugang zu diesem Land. Das ist ein schöner Baum, her damit. Die besten Bäume wachsen woanders, ne? Und Glück gehabt. Aber er ist zu hoch angesetzt. Ja, ein dicker Kurzer aber, ne? Ah, gibt doch zwei raus, ne? Ja, die besten Bäume wachsen woanders, ne? Mann, hier ist doch der Brockenkäfer, da muss er raus. Da kommen wir nicht rüber. Na, es wird schon milder, ne? Also, wenn die Temperatur steigt, ist kein gutes Zeichen. Kann auch Wind, kann auch Schnee kommen. Das wäre äußerst ungünstig, wenn wir da mit Schnee zu kämpfen hätten. Ja, BGH wird noch, hoffentlich arbeiten wir noch. Viel Geld war es ja nicht, ne? Ich muss nur dazu sagen, ich habe auch andere Preise, ne? Ich habe da nichts verändert. Diese Preise sind aktuell. Das sind 270 pro Kubik. Muss ich mir echt überlegen, ob sich überhaupt rentiert. Oder ob wir da. Na, Mist bringt ja hier auch keine Punkte. Hier ist echt Dünger, das wird Geld bringen, ne? Oder mal halt kräftig Gülle fahren. Unsere Ställe sind ja mittlerweile auch schon voll. Aber das machen wir im Hellen. Müssen wir mit mehreren Fahrzeugen machen, das geht ja schneller. Weil das Aufpumpen dauert ziemlich lange, ne? Das gibt nicht viel Holz. Echt eine magere Ausbeute hier. Von der Masse her. Also hier ist echt kurze Dinger bei. Da haben die besten schon erlebt. Der beste Baum da hinten, den großen, den darf ich nicht. Das ist leider so. Das ist mal ein großer jetzt, ne? So die Ausnahme. Ja, der Arbeitsaufwand ist ja für den Großen genauso groß wie für den Kleinen, ne? Also ich muss ja trotzdem hinfahren, ansetzen den Baum, ne? Und dann halt sägen, ne? Und halt beim Großen mache ich nur einmal ranfahren, ne? Ich fahre einmal ran, zielen, die Höhe anvisieren, Anführungszeichen, und dann abschneiden, ne? Fallen lassen. Und dann schön fleißig X drücken, ne? Und beim langen Baum hast du öfters, ne? Aber einen kleinen, zack, und weggesagt. Wo bist du hin, ne? Es hat nichts da. So. Und wieder einer weg. Hier ist irgendwie alles ein bisschen verschwommen irgendwie. Und 30 sind konstant, ne? So. Naja, die Folge, wenn wir noch Holzzelt zu Ende machen. Und zur nächsten werden wir beginnen mit Verkauf. Einmal Dünger verkaufen. Dünger beliefern noch. Also Mist hinfahren einmal. Ein Anhänger ist ja voll. Gülle sollte ja kein Problem sein normalerweise. Oder Gärreste. Können wir die Gärreste und Gülle ja noch ein Ding verkaufen. An die BGH. Ist halt so, ne? Mühsam erlernt sich das Pumpeltier, ne? Heißt das so schön? Stück für Stück. Mit Bier müssen wir auch noch schulden, ne? 20.000 Zinsen pro Tag ist schon heftig. Und stell dir vor, wir hätten 6 Tage, das wäre 120.000 nur für Zinsen. Aber die Bank hat das Geld auch nur erfunden, denke ich mal.
Oh. Hier so ein kleiner Scheiße. Aber die müssen weg. Wenn wir neue pflanzen wollen, müssen wir Platz haben. Ja, Stumpen machen wir man ja nicht mehr. Also seitdem wir haben, sagen wir mal Zeit, wo wir nicht arbeiten können. Wo wir vielleicht Regenwetter haben, wo wir nicht nichts tun können. Aufgrund der Witterung. Aber ansonsten, die Stumpen, die wir schon weg haben, die reichen fürs nächste Jahr Pflanzen der nächsten Bäume aus. Also jedes Jahr 200 Bäume. Immer wenn wir jedes Jahr 200 Bäume gesägt kriegen, ist das ein gutes Maß. Weil da findet sich jemand, der da mitmachen will. Mein Kumpel Doki. Aber das glaube ich eher nicht. Mit damals. Er hat ja auch keine Zeit im Sommer, hat er noch zu. Ob ich das Projekt begeistern könnte, ich weiß nicht. Weil Mehrspielermodus machen heißt ja auch, alle Zeit immer da sein müssen. Weil so, wenn du alleine spielst, kannst du sagen, okay, ich bin Crossplay. Gut, auch drei wird auch mehr aufgehen. Aber nee, lass mal gut sein. Sei denn, wenn jemand das machen man möchte, wenn man ein Projekt extra machen, dann muss man hier ein bisschen kürzer treten. Und dann kann man auch ein Projekt machen auf einer Basis. Zu zweit. Aber seht noch nicht so. Zack, da sieht man nicht mal ab, der Bursche, so kurz. So eine kurzen Bäume. Ich meine, gut, den Baum setzen ist ja ein Haufen Arbeit, ne? Aber so kurze. Aber wir pflanzen ja unsere eigenen Pflanzen, also daher ist es ja bald Geschichte. Aber ich wollte noch einen Wald kaufen, endlich einen großen. Wollte ich. Auch mal, ne? Wenn soweit ist, ist es soweit, ne? Er dippt ja nicht mehr. Also, solange hier. Naja, die Bäume, so viel werden die nicht mehr sein, ne? Im nächsten Jahr, nächsten Winter. Könnte sein, dass wir das brauchen, ne? Könnte. Muss ich sehen. Ob wir da noch einen Wald. Ja, ein kurzer Rest. Ja, Bombe Baum. Müsste ja wieder Tiere gekommen sein, ne? Ah, das werden die Vögel wach. Jetzt kommt 6 Uhr. Jetzt beginnen die Vögel auch zu singen. Da haben wir noch 3. Was ist hier? 4. Tauchen im Lichtschein noch Bäume auf. Wahnsinn. Aber das Wahnsinn, was wir für Technik entwickelt haben, ne? Früher mit der Bügelsäge. Das ist die Knochenarbeit gewesen. Und dann mit Pferde die Bäume rausziehen aus dem Wald. Und heute große Maschinen. Vielleicht vom Boden, ne? Aber ist ja auch mal gefährlich. So ein Baum fällen ist ja auch nicht ohne, ne? Wenn da nicht aufpasst, ist es schon schnell tot total, ne? Ich habe auch noch heute wieder gehört im Radio. Unfall im Wald. Konnte mit dem Handy noch Hilfe retten, auch Hilfe holen, ne? Aber da ist dann auch, wie ich sagen, da sind auch diese kleinen Bauern, die ein bisschen Wald haben. Bauern in Nebenerwerb. Und dann gehen die alleine im Wald, ne? Und dann ist das irgendwann gefährlich, ne? Anführungszeichen.
wirklich Geld brauchen, müssten wir den unseren Holzvollender noch verkaufen. Und die Schulden nicht weniger werden. Aber ich denke mal, wir werden ja bestimmt nachher noch gut verkaufen. Wir brauchen, glaube ich, noch um 800.000 für unsere Schlachthof. Ja, wenn wir alles mit Brand aufladen müssten, dann müsste ich von Schwierigkeitsgrad anpassen, dass wir auch hier was verdienen können. Dann, denn in der Zeit, die uns dann vorgegeben ist, ist ja im Prinzip dann kein Geld zu verdienen. Ne? Also kann man da nicht vergleichen mit, naja, wenn du theoretisch Maschinen arbeiten lässt, die dir mit Kurzzeitarbeit machen kannst, ne? Oder Helfer zumindest. Ne? Beim Holzernten geht es ja normal nur. Ja, manuell, ne? Und wenn du noch manuell aufladen willst, dann ist es vom Verhältnis her Geld verdienen mit dem Wald schlecht bestellt, ne? Obwohl du eigentlich ganz gut verdienst, wenn du Holz verkaufst, ne? Aber diese kleinen Scheißer, die bringen auch kein Geld, ne? Da verdienst du richtig Geld, wenn du eine Wälder hast, die dir auch mehr gehören und dann entsprechend selbst gepflanzt hast, ne? Und diese Bäume sind einfach teilweise recht klein und kleine Bäume bringen nun mal kein Geld, ne? Ich habe noch mal Bäume. Ah, habe ich nicht. Cool, liebe Schauer, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke mal fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss und wir gewinke. Ciao, ciao. Ja, vielleicht wollt ihr in der nächsten Folge dabei sein. Dann geht das los mit Verkauf von Dünger. Wir werden jetzt nächstes Mal auch Dings fahren, Paletten. Zwar erster Linie vom Baumarkt würde ich verkaufen, die OBS-Platten und Bretterpaletten und so ein Zeug. Dann würde ich dann das Holz zum Sägewerk fahren. Dann aber vorwiegend Paletten herstellen, also nichts anderes. Weil wir brauchen Paletten für unsere Produktion. Das hat einen Vorrang. Wir haben jetzt schon einige, denke ich mal, aber halt nicht auf Dauer genug. Besonders für den Schlachthof und für die Metzger später, ne? Da brauchen wir viele Meter Paletten, damit wir da entsprechend auch die Masse produzieren können, um später zum Spätsommer oder zum späten Frühling noch ein Feld zu kaufen mit entsprechender Frucht. Und damit da dann brauchen wir Paletten halt, ne? Fürs Fleisch und Wurst. Cool. Nochmal tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.